Herzlich willkommen hier auf dem Kanal der Christuskirchengemeinde in Hagen. Wir feiern heute zusammen eine Andacht zu Christi Himmelfahrt. Und wie Sie sehen, befinden wir uns nicht in der Kirche, sondern wir sind unterwegs. Jochen, sag mal, warum hast du mich eigentlich heute hier hochgeschleppt? Zunächst möchte auch ich unsere Zuschauer heute Morgen recht herzlich begrüßen. Nun zu deiner Frage. Wie du weißt, gibt es in unserer Gemeinde ja eine lange Tradition an Christi Himmelfahrt, eine vom Männerkreis ausgesuchte und organisierte Gemeindewanderung zu machen. Nach einer kurzen Andacht in der Christuskirche oder manchmal auch wie hier in der freien Natur ging es los in die Alper Berge. Später wurde dann gemütlich eingekehrt oder zusammengesessen. Und unterwegs trafen wir oft Männergruppen, die Bollerwagen voll mit flüssiger Nahrung hinter sich herzogen und Vatertag feierten. Richtig. Und Christi Himmelfahrt in der Natur zu verbringen, das hat Tradition. Schon im 16. Jahrhundert sind die Menschen an Himmelfahrt für Prozessionen auf die Felder gezogen, um für eine gute Ernte dort zu beten. Im Anschluss traf man sich dann zum Feiern und somit auch zum Trinken. Zumindest eine Parallele ist zu dem alten Brauchtum geblieben. Es wird nicht nur getrunken, es wird auch gewandert. Leider müssen wir in dieser von Corona geprägten Zeiten auf unsere Gemeindewanderung verzichten, aber vielleicht klappt das ja im nächsten Jahr. Nachdem wir das jetzt nun geklärt hätten, Jochen, da bitte ich dich, lies doch bitte die Epistel für den heutigen Sonntag und danach wird Michael Dahme, unser Pfarrer, das Wort ergreifen. Ich lese den Text für den heutigen Christi Himmelfahrtstag aus der Apostelgeschichte. Jesus zeigte sich nach seinem Leiden den Aposteln durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen beim Mahl war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf, weg von ihren Augen. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt, gen Himmel fahren sehen. Liebe Gemeinde, haben Sie dieses Lied auch noch in den Ohren? Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen blieben dahinter verborgen. Und dann wird alles, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Reinhard May sang das zum ersten Mal 1974. Da war ich gerade 16 Jahre alt. Und trotzdem ist der Text noch in meinem Ohr, hat mich im Leben sozusagen immer wieder begleitet. Es ist kein Kirchenlied, aber ein Lied vom Himmel, von den Wolken und von der Sehnsucht, endlich einmal grenzenlos frei zu sein. Vor allem frei zu sein von allen Ängsten und Sorgen. Was viele nicht wissen, diese Ängste waren für Reinhard May tatsächlich real. In seiner Autobiografie erzählt er von seiner Bühnenangst, dass er trotz aller Routine von wiederkehrendem Lampenfieber bis hin zu panikartigen Zuständen vor jedem Auftritt geplagt war.
Und so sang er ganz authentisch von der Sehnsucht danach, dass die Ängste nichtig und klein werden mögen, dass sie nicht mehr sein Leben bestimmen. Dann wäre die Freiheit wirklich grenzenlos. Der Fischer Petrus hat Ähnliches erlebt. Da kam er nach einer erfolglosen Nacht auf dem See Genezareth ohne Fang zurück und auf einmal stand da dieser Jesus und schickte ihn zum Fischfang zurück auf den See. Die Wahrscheinlichkeit, mitten am Tag einmal etwas zu fangen, war geringer als ein Sechser im Lotto. Und doch sagte er, auf dein Wort hin, und tat es und segelte wieder hinaus. Die Sehnsucht nach einem großen Fang war groß, die Sorgen ebenfalls. Damals ein Fischer zu sein, hieß ständig am Rand der Armut zu schweben und täglich um seine Existenz zu bangen. Genau wie Menschen in dieser Zeit der Unsicherheiten und Existenzängste. Es ist nicht einfach, mit solchen Worten zu leben. Nicht zu wissen, ob die Schulden vom Hausbau abgezahlt werden können, wie lange man noch mit Kurzarbeitergeld seine Familie ernähren muss oder man gar noch arbeitslos wird, ob man sein Geschäft bei den vielen fixen Kosten halten kann. Ja, und auf keinen Fall darf man jetzt krank werden, sonst bricht alles zusammen. Da darf man schon mal träumen, sich sehnen nach einem besseren Leben. Es müssen ja nicht gleich die Millionen im Lotto sein, aber vielleicht so, dass es reicht, sorgenfrei leben zu können. Das wäre schon etwas. Dann wäre doch die Freiheit grenzenlos. Für Petrus geschieht das Wunder und er macht einen Jahrhundertfang, so groß, dass fast die Netze reißen. Und trotzdem verlässt er dann Jesus auf sein bisheriges Leben auf Jesu Geheiß. Es muss für ihn wie über den Wolken gewesen sein. Was bisher groß und wichtig war, erscheint ihm nun nichtig und klein. Alle Ängste, alle Sorgen um seine Existenz scheinen für Petrus in Jesu Gegenwart wie weggeblasen. Was für ein Leben! Was für eine Freiheit! Doch Petrus fällt auch unsanft wieder auf den Boden zurück. Seine Ängste holen ihn immer wieder ein. Auf dem Sturm im See, als sie Jesus gefangen nahmen oder auch als sie ihn kreuzigten. Immer wieder beherrscht ihn seine Angst. Ihn verlässt der Mut, obwohl er doch Jesus eigentlich das Gegenteil beweisen wollte. Dann aber war Jesus auferstanden und ist ihm und den anderen Jüngern erschienen. Da fühlte er sich dem Himmel so nahe wie nie zuvor. Und so standen sie nun mit dem Auferstandenen auf dem Ölberg. Und da war sie wieder, die Sehnsucht nach dem ganz Großen. Herr, wirst du in diesen Tagen wieder aufrichten, das Reich für Israel? Sie waren überzeugt, dass der Herr über Leben und Tod nun auch ganz Israel die Freiheit bringen kann. Wie die ersten Jünger leiden Christen immer wieder darunter, dass die Welt immer noch nicht so ist, wie sie eigentlich sein müsste, wenn Jesus mitten unter uns lebt, wenn sein Reich Gottes doch schon mit ihm angefangen hat. Sie leiden darunter, dass die Welt immer noch keine Welt voller Liebe und Frieden zwischen den Menschen ist. Und Jesus antwortet, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Und während sie ihm nachsahen, werden sie angesprochen und auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und starrt den Himmel an? Himmelfahrt zeigt den Jüngern ihren Platz im Leben. Nicht über den Wolken, sondern mit beiden Füßen auf dem Boden sollen sie bleiben. Und sie haben einen Auftrag. Ihr werdet meine Zeugen sein. Eine Aufgabe für uns alle, Zeuge zu sein. Aus dem Vertrauen des Petrus zu leben, der es gewagt hat zu sagen, auf dein Wort hin. Jedes Mal, wenn die Angst groß wird, zu sagen, auf dein Wort hin tue ich es, gegen alle Angst. Man muss nicht in den Himmel fliegen können, um die Freiheit zu spüren. Nicht nur über den Wolken, auch unter den Wolken kann die Freiheit grenzenlos sein. Wo Menschen einen anderen Blick auf ihr Leben wagen. Wo wir glauben und dem vertrauen, der uns den Heiligen Geist gegeben hat. Wo wir uns von Sorgen und Ängsten nicht klein kriegen lassen, sondern darauf vertrauen, dass einer da ist,
bei dem alles, was uns bedrückt, gut aufgehoben ist. Petrus und die Jünger setzen darauf, dass ihr Herr sie nicht im Stich lässt, auch wenn er nicht mehr neben ihnen hergeht oder zu sehen und anzufassen ist. Sie haben gelernt, ein Leben ohne Angst gibt es in dieser Welt nicht. Und doch können sie mutig ihrer Zukunft entgegensehen. Zu diesem Vertrauen dürfen wir uns immer wieder neu einladen lassen. Amen. Lasst uns beten. Herr Gott, manchmal sind wir himmelhoch jauchzend und dann wieder zu Tode betrübt. Manchmal schauen wir nur in die Wolken und dann wieder ist unser Blick nach unten auf die Erde gerichtet und wir sehen die Sonne nicht mehr. Wir bitten dich, dass du uns das rechte Verständnis für Himmel und Erde gibst. Schenk uns die Kraft deines Geistes, damit wir zu deinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern werden und unser Leben durch dein Wort getragen wird. Mache uns fähig, aufeinander zu achten, einander zu lieben und einander zur Seite zu stehen. Und dort, wo uns das gelingt, dann sind wir dabei, den Himmel auf die Erde zu holen. Amen. Zum Schluss unserer Andacht singen wir jetzt noch, passend zum heutigen Wandertag, Geh aus, mein Herz, und suche Freud. Sag mal, wo ist eigentlich unser Pfarrer? Tja, das weiß ich auch nicht. Vielleicht belädt er gerade schon seinen persönlichen Bollerwagen. Einen schönen Feiertag wünschen Joachim Muscheid und Knut Michael Leimann.